heute hätte ich einen Huge Scary Corgi in Pet Simulator X. Wollen wir die Halloween Gifts haben und davon so lange öffnen, bis wir ein Huge Pet haben? Oder wollen wir die Elemental Eggs öffnen und so lange öffnen, bis wir ein Huge Pet haben? Ich tendiere sehr zu den Halloween Gifts, weil der Vorteil davon ist, dass es mich viel weniger Geld kostet. Ich bekomme hier 10 Halloween Gifts für 1200 Robux. Bei den Elemental Eggs kostet mich ein Egg alleine 800 Robux. Und wir haben bei beiden eine 2%ige Chance, ein Pet zu ziehen. Ja, hol die Pumpkins her. Ich denke, die Pumpkins sind auch besser. Naja, an sich die Pets. Die Pets sind sowieso Müll. Die Cat und der Corgi sind Müll. Die haben Companion 1. Das hier wird Companion 1 haben. Das auch, dass wir 2er Companion haben und das Companion 3. Und das sind halt Huge Pets ganz normal. Aber ich will so eine Huge Scary Cat oder Huge Scary Corgi. Aber ich will jetzt nicht direkt so viel Robux aufladen. Wisst ihr, was wir machen können? Wir können theoretisch einfach das Rad entscheiden lassen mal wieder. Alleine 30 Kürbisse kosten mich 30 Euro. Wenn nicht sogar mehr. Einer von diesen Kürbissen hier kostet mehr als 1 Euro. Und du bekommst nur Müll wahrscheinlich. Companion 1 und Charm. 615.000 Mal existieren die. Niemand juckt sich für die. Und trotzdem kostet ein so ein Ding über 1 Euro. Ja, okay. Die Huges sind 1 Trillion wert. Das ist nicht mal viel. So, ich denke, wir haben jetzt erstmal dieses Glücksrad. Wir können hier zwischen einem und bis zu 1000 Kürbisse ziehen. 1000 hat eine Chance von... Das ist eine zu hohe Chance für mich. Ich glaube, das muss ich nochmal anpassen. Ich will da zu 100% nicht drauf landen. 1000 Kürbisse sind 1000 Euro. 100 Kürbisse sind 100 Euro. Warum ist das 100 Kürbis-Ding eigentlich so groß? Okay. Lass es einfach mal spinnen. Ich kann mich ja danach noch beschweren und dann respinnen und sowas. Aber wir landen jetzt erstmal auf 30 Kürbisse, Leute. Dann öffnen wir mal für 30 Euro Kürbisse. Muss ich das Geld jetzt wirklich ausgeben dafür? Oh Gott. Ich will jetzt bei den 30 Kürbissen wirklich etwas Gutes haben, aber dann... Das ist ja übel teuer. 5000 Robux kosten jetzt 60 Euro? Haben die Lack gesoffen oder was? Was ist los mit denen? Natürlich unterstütze ich meinen Lieblings-Star-Creator, aber ok. Ich habe jetzt 5000 Robux aufgeladen. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal dreimal dieses 10er Halloween-Gifts-Angebot und öffnen dann mal unsere 30 Kürbisse und hoffen, dass wir innerhalb von den ersten 30 schon mal wenigstens so eine Huge Cap bekommen. Aber wenn ich nach den 30 immer noch keins habe, dann muss ich nochmal spinnen. Und wenn ich dann auf 1000 lande, dann muss ich 1000 von denen öffnen. Was ich. Nein, das mache ich einfach nicht. Das werde ich dann sowieso nicht machen. Aber rein theoretisch müsste ich das dann. Egal, ob ich einen Huge Cap bekomme oder nicht. So, wir haben jetzt 20 Stück und noch einmal kaufen. Let's go. Es sind jetzt allein schon 3600 Robux. Das schmerzt so sehr. Das ist so viel Geld. Oh, Shine Pumpkin ist spawn in the Tech-Welt. Ich bin noch nicht in der Tech-Welt. Dann kann ich den wohl nicht öffnen. Weil ich habe immer noch nicht die Quest erledigt mit diesen, Shine Pumpkins zerstören. Ich habe noch nicht mal das Cat-Hoverboard. Ich habe noch nicht einen zerstört. Ich will doch nur das neue Cat-Hoverboard, bitte. So, hier haben wir sie. Unsere Halloween-Gifts. Wunderbar. Wir fangen einfach... wir können das sogar triple-hatchen. Ich wollte sagen, wir fangen an mit dem ersten, aber ich würde sagen, wir fangen einfach an mit den ersten drei. Und wir skippen natürlich nicht, aber wenn hier steht, click anywhere to skip, dann können wir skippen. Und das ist schlecht, aber Scary Corgi dreimal. Companion 1, Companion 1, Companion 1. Okay, die haben wirklich immer Companion 1. Oh, wow. Ich würde sagen, wir hatchen die jetzt einfach mal einzeln. Und schauen, dass wir so ein Huge Pet bekommen. Das ist mir ein bisschen zu teuer, wenn ich 3 Hatches auf einmal mache. Das wäre so, als würde ich hier hingehen in einen Exclusive Shop und einfach diese Triple Hatches für 2400 Robux kaufen. Übrigens, Leute, kauft euch nicht diese Gifts. Ihr werdet erstens kein Pet bekommen und zweitens ist das Pet nicht mal was wert. Ihr bekommt zu einer 99%igen Wahrscheinlichkeit... Oder warte, hä? Okay, ich bin verwirrt. Letztes Mal, als ich geschaut habe, war bei diesen Scary Huge Cats 0,5% und jetzt haben wir 0,98% bei den beiden Pets. Das heißt, es ist anscheinend wirklich eine 2%ige Chance, dass wir so ein Huge Pet bekommen. Aber zu 98% bekommen wir Müllpet, was uns nichts bringt in unserem Leben. Aber wenigstens haben wir eine 2%ige Chance auf ein Huge Pet, das uns auch nichts bringt. Ey, Golden Scary Cat. Die ist sicher schon mal so 1 Million Gems wert dann. Wow. Dann will ich jetzt nur noch eine Rainbow und eine Dark Matter ziehen. Let's go. Oh, Rainbow Scary Corgi. Okay, der ist cool. Ich mag Corgis sowieso lieber als Cats, weil Hunde sind besser als Cats. Das ist super Teamwork. Ist auch noch ein gutes Enchantment. Das ist ein cooles Pet. Und der nächste Scary Corgi. Yeah. Stimmt, wie viele Leute haben jetzt eigentlich schon eine Huge Pumpkin Cat und diesen Huge Reaper gezogen? Weil es waren 2016 von der Pumpkin Cat. Jetzt sind jetzt... 6.900? Meine Kette ist nichts mehr wert. Es waren 2.000. Da kann ich die auch gleich löschen, wenn die sowieso nichts mehr wert ist. Warum kann ich Preston wenigstens da unterscheiden zwischen einer OG-Cat und einer neuen Cat? Jeder hat jetzt diese Pumpkin-Cat. Ich dachte, ich wäre was Besonderes gewesen. Preston muss mir ja alles in meinem Leben versauen. Was soll das denn? Aber Huge Grim Reaper steht halt einfach nicht dabei. Wir öffnen jetzt erstmal weitere Halloween-Gifts. Dann schauen wir mal, ob wir die Pumpkin-Cat löschen oder nicht. Wie bei Fortnite mit Original-Form. Ja, so wie bei Fortnite
will ich das. Ich will einfach immer noch damit flexen können, dass ich ein OP-Pet habe. Und die anderen nicht. 80% Wertverlust von der Pumpkin Cat. 80%! Ich würde jetzt sagen, das war ein schlechtes Investment, aber ich habe die geschenkt bekommen vor 10 Monaten. Also war relativ gut, das Investment. Ich habe die ja nicht selbst gehatcht oder so. Oh! Warte, ist das ein Huge-Ding? Das ist ein Huge-Scary-Corgi. Ich hab's nur da links gesehen. Let's go. Hä, das war jetzt das 10. oder so. Wir haben instant einen Huge-Scary-Corgi gezogen. Aber hier steht auch nicht dabei, wie viel es davon gibt. Dann müssen wir jetzt wohl mit den restlichen, die wir noch haben, den 16 Stück, die wir übrig haben, noch die Scary-Cat ziehen. Ey, das Scary-Cat. Woo, nice. Gib mir deine Huge-Cat. Nein, das ist meine. Das ist mein Corgi. Oder ich verschenke den. Und jetzt muss ich aber immer noch die restlichen Gifts hier öffnen. Das ist so ein Müll. Jetzt habe ich 30 Euro dafür ausgegeben. Ich hätte auch einfach nur 20 Euro ausgeben können. An sich habe ich 60 Euro ausgegeben. Und wenn wir 60 plus 30 nehmen, dann haben wir 90. Ich sage einfach, ich habe 100 Euro ausgegeben, Leute. Ich habe 100 Euro ausgegeben. 30, 100 ist fast das Gleiche. I don't have money. Dann kauft ihr Geld. Ey, nochmal ein Scary Corgi. Wir müssen jetzt dann mal schauen, wie viele Scary Cats und wie viele Scary Corgis habe ich bekommen. Ich habe so viel mehr Scary Cats als Corgis. Warum sind die Corgis so viel seltener? Obwohl sie eigentlich gleich selten sind. Naja, die Corgis sind auch cooler. Das ist das Ding. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch einen Triple Hatch ganz kurz. Let's go. Open 3 Stück. Und wir bekommen Müll. Sehr schön. Scary Corgi, Scary Cat, Scary Cat. Und jetzt haben wir noch ein einzelnes Halloween-Ding übrig. Und da wollen wir jetzt die Scary Cat, Huge Cat, Ding, Cat haben. Gib mir einfach ein Huge, okay? Let's go und... Okay, Rainbow Scary Cat. Das ist auch okay. Die hatte ich, glaube ich, noch nicht mal in Rainbow. Jetzt haben wir Rainbow Scary Corgi und Rainbow Scary Cat. Und hier Diamonds 4. Na, das ist nicht so krass. Oh, das eine existiert 616.000 Mal, das andere 617.000 Mal. Ja, der Corgi ist mehr wert. Sag's doch. Kann ich einen Kürbis? Ich habe nur eine Kürbiskatze, die nichts mehr wert ist, weil es die 7.000 Mal gibt. Ich habe hier einen Ghoul Horse. Das auch Müll ist. Wer von euch will sowas haben? Dann schreibt jetzt mal gar nichts in den Chat. Ha, jeder, der jetzt ich schreibt, will den gar nicht. Oh, Spawn World. Giant Pumpkin. Oh, das ist mein erster Giant Pumpkin in der Spawn World, den ich machen kann. Ich brauche den. Ich brauche 5 Stück davon. Oh, der ist ziemlich schnell kaputt und gibt mir nur 180.000 Candy? Das ist gar nichts. Was ist los mit dem? Warum habe ich so viele Pixel-Demons? Die sind nicht mal Hardcore. Das sind normale Pixel-Demons. Warum habe ich die? Die sind jetzt auch sicher seit 8 Monaten in meinem Inventar. Was soll das denn? Wer von euch will einen Huge Cupcake haben? Ich kann aber jetzt irgendwas sagen. Und ihr werdet sowieso sagen, ich, please, ich, Felix. Bitte, ich hätte noch nie einen Huge. Ich hätte jetzt schon seit 7 Tagen und 2 Minuten. Und ich habe noch kein Huge-Pet bekommen. Hey, Felix, ich schaue deine Videos seit 4 Jahren. Kann ich bitte ein Huge-Pet haben? Findest du das neue Update cool? Ja, ich find's voll cool, Candy zu farmen in der Hardcore-Welt. Vor allem, weil ich erst in der Hell Island bin, mir niemals viele Candies erfarmen zu können und dann nichts zu bekommen. Ja, aber wisst ihr, was ich bekomme? Die gleichen Pets, die es schon immer gab. Hier, du bekommst den Huge Scary Corgi mit Diamonds 2, was ein häufig schlechtes Enchantment ist. Aber hey, es ist ein Huge Pet. Ey, dann habe ich ja nur 30 Euro ausgegeben für ein paar andere Scary Pets, die ich jetzt auch noch verschenke. Mittlerweile werde ich einfach nur noch gerne gescammt. Schaut jetzt noch bei diesem eingeblendeten Video hier vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ciao.